Ein Idyll am See. Ein Ort, an dem die Zeit stillzustehen scheint und die Natur in ihrer reinsten Form erlebbar wird. Der Crater Lake schimmerte im letzten Abendlicht. Die Wasseroberfläche war so ruhig, dass sie wie ein Spiegel wirkte, der die Farben des Himmels reflektierte. Ein Farbenmeer aus Orange, Rot und Violett. Die Farben tanzten auf den Wellen und schufen ein atemberaubendes Schauspiel, das die Sinne verzauberte. Die untergehende Sonne tauchte den Himmel in ein Gemälde der Ruhe, wie ein Caspar David Friedrich der Neuzeit. Jeder Pinselstrich der Natur erzählte eine Geschichte von Frieden und Gelassenheit. Ein lauer Wind strich durch die hohen Kiefern, die den See säumten. Grillen zirpten ihr Abendlied. Die Natur erwachte zum Leben, während der Tag sich dem Ende neigte. Es war ein perfekter Sommerabend in Oregon. Die Luft war warm und angenehm, erfüllt von den Düften des Waldes und des Sees. Vier Freunde hatten ihr Lager am Ufer aufgeschlagen. Frauke und Alexander, seit Jahren ein Paar, und ihre besten Freunde Conny und David. Sie hatten sich auf dieses Wochenende gefreut, um dem Alltag zu entfliehen und die Natur zu genießen. Das Zelt stand. Das Feuer knackte im Rhythmus der untergehenden Sonne. Die Flammen tanzten und warfen flackernde Schatten auf die Gesichter der Freunde. Ein leichter Rauchduft hing in der Luft, vermischt mit dem Duft von Kiefernadeln und feuchter Erde. Es war ein Duft, der Erinnerungen weckte und die Seele beruhigte. Die Freunde saßen zusammen, lachten und erzählten Geschichten, während die Nacht hereinbrach und die Sterne am Himmel erschienen. Auf uns, auf eine unvergessliche Nacht am Crater Lake. Gerade Frauke hatte lange auf diesen Trip gedrängt. Sie hatte die Idee schon vor Monaten in die Runde geworfen, immer wieder betont, wie wichtig es sei, sich eine Auszeit zu nehmen. Der Alltagsstress, die Arbeit, die ständige Erreichbarkeit. Sie sehnte sich nach Ruhe und Abgeschiedenheit, nach einer digitalen Detox-Kur. Frauke träumte von einer Zeit ohne E-Mails, ohne Anrufe, nur die Natur und ihre besten Freunde. Alexander, immer für ein Abenteuer zu haben, hatte sofort zugestimmt. Er liebte die Natur und die Freiheit, die sie bot. Für ihn war es die perfekte Gelegenheit, dem Alltag zu entfliehen und neue Energie zu tanken. Conny und David, unzertrennlich seit Kindertagen, wie Pech und Schwefel, waren natürlich auch dabei. Sie hatten schon so viele Abenteuer zusammen erlebt und wollten dieses auf keinen Fall verpassen. Erinnert ihr euch an unser Versprechen? Conny blickte in die Runde. Ihre Augen funkelten im Schein des Feuers, als sie die Erinnerungen an früher heraufbeschwor. Vor 10 Jahren, genau hier an diesem Ort, haben wir uns geschworen, immer füreinander da zu sein, wie die Musketiere. Egal was passiert, wir halten zusammen. Damals als Teenager hatten sie sich geschworen, niemals den Kontakt zu verlieren. Sie hatten sich versprochen, sich immer wieder zu treffen, egal wie weit das Leben sie auseinandertreiben würde. Ein Versprechen, so stark wie der tiefblaue See vor ihnen. Der See, der all ihre Geheimnisse kannte, ihre Träume und Hoffnungen. Hier, an diesem magischen Ort, fühlten sie sich wieder wie damals, als wäre keine Zeit vergangen. Stunden später. Die Glut des Lagerfeuers glomm nur noch schwach vor sich hin. Die Nacht war still. Nur das leise Knistern des Holzes und das gelegentliche Rascheln der Blätter waren zu hören. Conny und David waren in ein Gespräch vertieft. Sie sprachen über alte Zeiten, lachten über gemeinsame Erinnerungen und planten zukünftige Abenteuer. Plötzlich bemerkte David die Abwesenheit ihrer Freunde. Er runzelte die Stirn und sah sich um. »Wo sind Frauke und Alexander eigentlich?«, fragte er. Seine Stimme klang besorgt. Er blickte sich suchend um, seine Augen suchten die Dunkelheit ab. Die Schatten der Bäume wirkten bedrohlich. »Die wollten doch noch mal zum See«, erinnerte sich Conny. »Sie hatten von einem nächtlichen Bad im Mondlicht gesprochen. Baden im Mondlicht, romantisch, oder?«, fügte sie hinzu. Doch ihre Stimme klang nun weniger überzeugt. Doch mit jeder Minute, die verstrich, schwand Connys Zuversicht. Die Dunkelheit schien dichter zu werden und ein unbehagliches Gefühl breitete sich in ihr aus. Eine ungewohnte Kälte kroch in ihr hoch, wie ein eisiger Hauch. Sie zog ihre Jacke enger um sich und blickte nervös umher. Der Wind pfiff nun lauter durch die Bäume. Die Äste bewegten sich wie gespenstische Arme im Wind. Er klang wie ein warnender Ruf, wie die Lorelei, die zum Tanz auffordert.
Ein Schauer lief Conny über den Rücken. Irgendetwas stimmt nicht, sagte David. Seine Stimme war nun ernst und angespannt, flüsterte Conny. Sie konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass etwas Schreckliches passiert war. Ihr war plötzlich nicht mehr nach Romantik zumute. Die Ungewissheit und die Angst hatten die Oberhand gewonnen. Sie beschlossen, nach Frauke und Alexander zu suchen. Mit Taschenlampen bewaffnet, machten sie sich auf den Weg zum See. Der Weg war dunkel und unheimlich. Jeder Schritt schien lauter als der letzte. Die Schatten der Bäume schienen sich zu bewegen, als ob sie lebendig wären. Am See angekommen, riefen sie nach ihren Freunden. Doch die einzige Antwort war das leise Plätschern des Wassers. Die Sorge in ihren Gesichtern wuchs. Wo konnten Frauke und Alexander nur sein? David versuchte, Ruhe zu bewahren. Wahrscheinlich wollten sie einfach ihre Ruhe haben, sagte er. Doch seine Stimme klang unsicher. Ich schau mal nach. Er schnappte sich eine Taschenlampe und leuchtete den Uferbereich ab. Nichts. Nur der Wind pfiff ihm eine unheimliche Melodie ins Ohr, wie der Erlkönig auf seiner Jagd. David rief nach seinen Freunden, doch die Stille der Nacht blieb ungebrochen. Zurück am Lagerfeuer brach Conny in Tränen aus. Wo sind sie nur? Was, wenn ihnen etwas zugestoßen ist? David legte tröstend seinen Arm um sie. Die Dunkelheit um sie herum schien bedrohlich zu wachsen. Der Wind heulte nun wie ein Wolf. Plötzlich ein Geräusch. Ein Ast brach im Unterholz. David fuhr herum, rief er in die Dunkelheit. Nur die Stille antwortete. Wieder knackte es. Diesmal näher. Conny und David sprangen auf. Ihre Augen suchten angestrengt die Dunkelheit ab. Adrenalin schoss durch ihre Adern. Angst, Panik, Fluchtinstinkt. Da sahen sie ihn. Eine dunkle Gestalt bewegte sich zwischen den Bäumen. Langsam, fast lautlos, wie ein Raubtier auf der Pirsch. Im Mondlicht blitzte etwas Metallisches auf. Eine Axt? Wer ist da? Lauf, schrie David und zerrte Conny am Arm. Sie rannten so schnell sie konnten, tiefer in den Wald hinein. Hinter ihnen knackten Äste. Schwere Schritte donnerten über den Waldboden. Er war ihnen dicht auf den Fersen. Der Wald bot ihnen Schutz und wurde gleichzeitig zur Falle. Die Dunkelheit verschluckte jedes Geräusch, jeden Orientierungspunkt. Ein Blitz zerriss den Himmel. Donner grollte wie ein nahendes Unwetter. Der Regen setzte ein, erst tröpfchenweise, dann in einem sintflutartigen Guss. Conny stolperte und stürzte. David half ihr auf. Wir müssen hier weg, keuchte er. Sie rannten weiter, bis sie auf eine steile Felswand stießen. Vor ihnen gähnte der Abgrund. Wir sitzen in der Falle, flüsterte Conny verzweifelt. Doch David gab nicht auf. Er entdeckte eine schmale Felsspalte, kaum breit genug für einen Menschen. Schnell, da entlang, rief er und zwängte sich in die Spalte. Conny folgte ihm zögernd. Der Killer war ihnen dicht auf den Fersen. Sie hörten sein keuchendes Atmen, spürten seinen Atem in ihrem Nacken. Dann sahen sie ihn. Im fahlen Licht des nächsten Blitzes erkannten sie sein Gesicht. Oder besser gesagt, die Maske, die es verbarg. Ein kalter Schauer lief ihnen über den Rücken. Die Maske wirkte wie aus einem Albtraum, wie die Fratze des Krampus. Der Killer hob die Axt. Doch bevor er zuschlagen konnte, löste sich ein Stein unter seinen Füßen. Mit einem gellenden Schrei stürzte er in die Tiefe. Conny und David sahen ihm entsetzt nach. War der Albtraum jetzt endlich vorbei? Erschöpft und zitternd vor Kälte und Angst kauerten sie sich in der Felsspalte zusammen. Der Regen hatte aufgehört. Die ersten Sonnenstrahlen bahnten sich ihren Weg durch die Wolken. Conny und David wagten es, aus ihrem Versteck zu kriechen. Der Anblick, der sich ihnen bot, ließ ihnen den Atem stocken. Am Fuße der Klippe lag der leblose Körper des Killers. Und daneben, noch immer umschlungen, Frauke und Alexander. Der schöne Traum vom Sommerabend am Crater Lake war einem blutigen Albtraum gewichen. Conny und David wussten, dieser Anblick würde sie für immer verfolgen. Das Grauen am Crater Lake würde sie ein Leben lang begleiten. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen.
Für weitere Geschichten abonniert meinen Kanal. Auf der rechten und linken Seite gibt es weitere fesselnde Geschichten.